Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, heute zum Thema Dankbarkeit. Also prinzipiell rate ich das ganze Jahr zur Dankbarkeit, zu einer Dankbarkeitsroutine, aber gerade jetzt in dieser Zeit finde ich es wirklich besonders wichtig. Oftmals stresst uns die Weihnachtszeit. Oder eben genau das Gegenteil, dass sich Leute in der Vorweihnachtszeit wieder den wesentlichen Dingen bewusst werden. Aber warum finde ich genau jetzt Dankbarkeit besonders wichtig? Wenn ihr jetzt in den nächsten Tagen eine Dankbarkeitsroutine entwickelt, seid ihr weniger gestresst, ihr macht euch weniger Sorgen und ihr besinnt euch wieder auf das Wesentliche in all dem Konsum, der jetzt in dieser Zeit auf uns einprallt. Also die Weihnachtszeit, da müssen wir uns nichts vormachen, ist auch eine Zeit des Konsums. Und um das ein bisschen von sich fernzuhalten, das ist nicht mal selbst gemacht, sondern einfach die Werbung, die auf euch einprasselt. Ihr müsst nur einkaufen gehen, ihr wollt eigentlich nur Äpfel kaufen, aber was da noch so alles auf euch einprasselt, ist gerade in der Weihnachtszeit besonders schlimm. Und da ist es für mich persönlich sehr wichtig, sich wieder auf das Wesentliche zu besinnen. Und das funktioniert für mich mit Dankbarkeit halt super, super gut. Ihr könnt Dankbarkeit auf ganz verschiedene Art und Weisen üben. Ihr könnt das gedanklich machen, das heißt frühmorgens, abends, wenn ihr ins Bett geht, wenn ihr an der roten Ampel steht, zählt ihr einfach alles auf, wofür ihr dankbar seid. Und jeder von uns findet was. Weil es fängt damit an, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir was zu essen haben, dass wir warme Kleidung haben. Das ist nicht selbstverständlich. Also jeder findet auf jeden Fall etwas, wofür er dankbar sein kann. Und das ist dann auch mal wieder schön, sich das so ins Bewusstsein zu rufen. Und wenn man Dankbarkeit übt, dann wird man automatisch ruhiger, friedvoller, freut sich über die Dinge, die man hat. Also man bekommt automatisch eine positive Stimmung, eine positive Einstellung, wenn man mal aufzählt, wofür man alles dankbar sein kann. Wie gesagt, das könnt ihr gedanklich machen. Das könnt ihr in Form eines Tagebuchs machen, so wie ich das zum Beispiel mache. Also da schreibe ich noch mehr rein, aber es ist auch immer ein Teil, in dem ich aufschreibe, wofür ich an diesem Tag dankbar bin. Ihr könnt das gegenüber Menschen üben, weil ich glaube, das machen wir viel zu selten, den Menschen in unserer Umgebung Danke zu sagen, wofür wir dankbar sind, unserem Partner, unseren Kindern, unseren Eltern, Freunden, Nachbarn. Ihr könnt es aber auch in Form von Briefen tun. Und zwar einfach Briefe schreiben, die ihr vielleicht dann sogar unter den Weihnachtsbaum legt und den Menschen dort zu schreiben, wofür ihr ihnen dankbar seid. Was sie euch vielleicht beigebracht haben, was sie euch gelehrt haben oder einfach für die Nähe, für das Vertrauen, einfach dafür mal Danke zu sagen. Und ich finde, das ist ein wunderschönes, persönliches Geschenk, was man halt so einfach nicht bekommt. Aber ich empfehle euch darüber hinaus, über die Weihnachtszeit hinaus mal so eine Dankbarkeitspraxis, eine Dankbarkeitsroutine zu entwickeln. Wie gesagt, ich mache das in Form eines Tagebuchs. Aber vielleicht wollt ihr wirklich immer, wenn ihr an der roten Ampel steht oder an der Kasse steht, in der Warteschlange steht, aufzählen, wofür ihr dankbar seid. Einfach diese Zeit sinnvoll nutzen. Und ihr werdet merken, schon beim ersten Mal, wenn ihr das macht, wie positiv ihr seid. Und das geht so. Ihr müsst einfach nur aufzählen, wofür ihr dankbar seid. Das ist so simpel und wird aber so viel in eurem Kopf und in eurem Denken verändern. Eure Ausstrahlung dadurch natürlich auch verändern. Und ich wünsche euch super viel Spaß und Freude dabei, einfach mal in den nächsten Tagen und Wochen Dankbarkeit zu üben und jeden Tag aufzuzählen, wofür ihr dankbar seid. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.